Hey, hallo und herzlich willkommen. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Danny 34, lebe auf Mallorca mit meiner Familie in Porto Colom, habe mir in den letzten Jahren ein Vermögen im Internet aufgebaut, mache das Ganze seit 12 Jahren, habe über 150 digitale Informationsprodukte mit meinen Teams erschaffen. Heutzutage bin ich hauptsächlich Unternehmer, 70 Vollzeit-Mitarbeiter in meinen Unternehmen. Etwa 3 Millionen Euro Jahresumsatz erwarten mich dieses Jahr 2019. Und wenn du das auch willst oder wenn du Geld von zu Hause aus verdienen willst, dann musst du erstmal die richtige Nische finden, mit der du im Internet unterwegs bist. Und die meisten Leute verwechseln das Wort Nische mit dem Markt oder mit dem Submarkt. Schauen wir uns mal an, was sind die drei großen Märkte im Internet? Achtung, das sind nicht Nischen, das sind Märkte. Das ist Beziehungen, Gesundheit, Geld. Ich wiederhole, die drei größten Märkte sind Beziehungen, Gesundheit, Geld. Unter Gesundheit kannst du auch verstehen abnehmen, unter Gesundheit kannst du verstehen eine reine Haut bekommen, unter Gesundheit kannst du verstehen vital werden. Beziehungen, darunter kannst du verstehen Beziehungen mit anderen Menschen, darunter kannst du verstehen Liebesbeziehungen mit Mann oder Frau oder beidem. Und dem Wort Geld, das ist eben auch ein Riesenwunsch, den viele Menschen haben, die wollen gern mehr Geld verdienen. Kann man es Ihnen verdenken? Ich finde nicht. Ich finde, Geld ist etwas ganz Wundervolles, wenn man es denn für ethisch gute Dinge einsetzt. Und dementsprechend solltest du das Recht haben, möglichst viel davon zu verdienen. Und wenn du das verdienen möchtest, dann müssen wir uns anschauen, wie du das verdienen kannst. Schauen wir uns aber erstmal an, wir haben uns gerade angeguckt, was ist ein Markt. Jetzt gucken wir uns an, was ist ein Submarkt. Gesundheit ist zum Beispiel ein gigantisches Feld, auf dem unzählige Probleme und Lösungen existieren. Märkte werden in Submärkte unterteilt und das ist genau das, was ich dir gerade sagte. Abnehmen zum Beispiel ist ein Submarkt. Abnehmen ist aber immer noch keine Nische. Okay, Vitalität oder gesunde Haut ist ein Submarkt, ist aber immer noch keine Nische. Also fassen wir mal zusammen, es gibt den Markt, der heißt zum Beispiel Gesundheit, dann gibt es den Submarkt, der heißt Abnehmen und dann gibt es die Nische, die nennt sich zum Beispiel High Intensity Training oder Fettverbrennung, Stoffwechsel aktivieren oder Low-Carb-Diät oder High-Carb-Diät oder intermittierendes Fasten oder überhaupt Heilfasten oder abnehmen mit Joggen, abnehmen mit Krafttraining, abnehmen mit irgendeinem verrückten Gerät, mit irgendwelchen Pillen, mit sonst irgendwas. Das sind dann Nischen. Und was du finden musst, ist erstmal ein Markt, ein Submarkt, und dann eine Nische. Und die Nische ist ganz entscheidend, denn in vielen Nischen ist noch ein bisschen Platz. Märkte sind alle voll sozusagen, aber in vielen Nischen innerhalb dieser Märkte ist noch Platz. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, dass du erstmal weißt, wenn du jetzt versuchst, den Begriff Abnehmen zu besetzen in Deutschland, dann wünsche ich dir als Anfänger ganz viel Spaß und ganz viel Glück. Denn das Glück wirst du brauchen, den Spaß wirst du wahrscheinlich nicht haben. Denn der Markt ist so dermaßen gesättigt und voll, dass ist einem Neuling, der auch vielleicht zu wenig Kapital hat, der wird keine Chance haben, den Begriff Abnehmen zu besetzen. Der wird aber eine Chance haben, den Begriff High-Intensity-Training zu besetzen oder Tabata-Training, Intervalltraining zum Beispiel. In der Nische Beziehung, da gibt es zum Beispiel den Punkt Beziehung retten. Du könntest eine Beziehung retten, eine Beziehung, die kaputt ist. Das wollen viele Paare, gerade in der heutigen Zeit. Alle sind verwirrt, alle werden durch die Gesellschaft verrückt gemacht. Frauen denken durch die Modemagazine, sie müssten nur noch so dünn rumlaufen. Männer denken ebenfalls durch irgendwelche Männermagazine, sie müssen jetzt alle trainieren, so einen Bart haben und so stark sein wie Hulk Hogan. Und die alle haben viel zu hohe Erwartungen aneinander, an die Liebe, an das alles. Ja? Alle Liebesfilme enden immer bei dem Punkt, wo beide endlich verliebt sind und zusammenkommen. Dass die 8 Jahre später sich drüber streiten, wer den Müll rausbringt, habe ich noch nie in einem Liebesfilm gesehen. Will auch keiner sehen. Findet aber in der Realität statt. Paare sehen Liebesfilme, haben andere Erwartungen durch das, was ihnen gezeigt wird, kriegen dadurch Probleme später. Und wenn du jetzt einen Ratgeber verfasst, der ihnen dabei hilft, diese Probleme zu lösen, wie sie in der Beziehung realistischer miteinander umgehen, fair miteinander umgehen, sich gute Gefühle machen, sich lieb haben, beieinander bleiben, wunderbare magische Momente erschaffen, wie man mit sich selbst umgehen muss, um guter Partner zu sein, dann kannst du diesen Ratgeber verkaufen, zum Beispiel für 40 Euro, machst ein E-Book draus, drehst noch 2 Videos dazu ab, hast ein paar Boni, verkaufst das Ding für 40 Euro, hilft anderen Menschen, bedeutet, du jagst gute Energie in diese Welt, wenn es den anderen hilft und andere Menschen kriegen durch dich etwas Gutes, die Gegenleistung ist Geld.
Geld ist eine Form von Energie, so wie alles auf diesem Planeten. Und dementsprechend ist das ein faires und gutes Geschäft. Nische Nummer 2 wäre attraktiver für Frauen werden. Ja, viele, viele Männer gehen ins Bordell oder sind immer zu Hause und machen es sich selbst, anstatt rauszugehen und mal zu einer Frau zu sagen, hey, hab dich gerade hier gesehen, siehst echt hübsch aus. Wow, ich bin der Fritz, wie heißt du denn? Könnte man ja machen. Muss man aber vielleicht auch selbstbewusst dafür werden, muss man lernen, wie die Körpersprache sein kann, muss man lernen, zu sich selber zu stehen. Ich selber habe das früher mal gelernt, ja? Das war eine harte Schule, aber ich habe es gelernt, hat mir viel gebracht. Ich habe viele Bücher mir gekauft zu diesem Thema von vielen anderen Leuten auch und die haben mir sehr geholfen und heutzutage habe ich dann irgendwann auch selber Bücher über dieses Thema geschrieben. Hilft anderen. Nische 3, besser küssen. Ja? Also ich weiß nicht, ob du schon mal jemanden geküsst hast, der raucht, so als Nichtraucher. So ein bisschen Aschenbecher-mäßig, ne? Kannst auch einen Aschenbecher auslutschen, so. Eklig, oder? Das könntest du reinschreiben als Tipp. Oder wie kann man denn Küssen üben? Ja, wie lernt man das denn? Oder was ist denn dabei wichtig? Ja, so, gibt so früher in der Bravo habe ich gesehen, 10 Grundregeln dazu. Ja, so häng nicht die ganze Zunge rein oder sonst irgendwas. Also das sind so Dinge, da könntest du ein Produkt zumachen, zum Beispiel. Wäre eine Nische. Kannst du damit Geld verdienen? Ja klar, hilft Menschen. Alles, was Menschen hilft, kannst du mit Geld verdienen. Absurditäten gibt es da nach meiner Meinung nicht. Meiner Meinung nach ist alles auf diesem Planeten okay, was Menschen gerne mögen, solange sie keinem anderen damit schaden. Finde ich. Die Toleranz sollte jeder Mensch haben, wäre wünschenswert. Zweiter Markt, Geld. Gucken wir uns mal 3 Nischen an. Erstens, Geld mit Kryptowährungen verdienen. Zweitens, verkaufen lernen. Drittens, wie man einen Job findet. Alles 3 interessante Nischen. Gucken wir uns mal den Markt Hobby an. Da könntest du Photoshop lernen, Gitarre lernen, Französisch lernen, alles Mögliche. Vieles ist möglich. Achtung, ich habe eine Überraschung für dich und ich glaube, das wird dich ziemlich freuen, wenn du sie denn nutzt. Der Titel dieses Videos, den hast du ja gesehen, 101 Nischen. Es würde jetzt aber ewig dauern, wenn wir 101 Nischen zusammen durchgehen. Darum habe ich dir ein sehr ausführliches PDF mit genauen Erklärungen fertig gemacht. Das möchte ich dir schenken, kannst du kostenlos haben. Und wenn du dieses PDF haben möchtest, dann bewirb dich bitte ganz einfach unter diesem Video für mein Coaching. Du kriegst das dann im Call, kriegst du das dann kostenlos geschenkt. Ja, da denkt auch jeder dran von meinen Leuten, das sind Online-Marketing-Experten, die gehen mit dir eine Strategie durch, wie du dein Online-Business aufbauen kannst, völlig kostenlos. Und die schenken dir dann dieses Buch 101 Nischen. Sollte derjenige das irgendwie vergessen oder so, passiert eigentlich nicht, aber dann sagst du einfach, du, ich habe das YouTube-Video gesehen, könntest du mir bitte das 101 Nischen PDF schicken. Und die haben das alle bereit und dann schickt ihr dir das sofort per E-Mail kostenlos. Okay, das kriegst du dann und das ist auch völlig kostenlos, völlig unverbindlich. Nutzt das einfach. Also einfach hier unter diesem Video klickst du auf Bewerbung, ne? Und dann kannst du dich bewerben für mein Coaching und da kriegst du das dann. Musst du dann das Coaching machen? Bist du verpflichtet oder sowas? Na, natürlich nicht. Ja, hör dir gerne an, was wir da anzubieten haben und dann kannst du dich ja dafür entscheiden oder nicht. Ist so ein Coaching mit harter Arbeit verbunden? Muss man viel tun, damit man Geld im Internet verdient? Ja. Ja, es gibt viele Schaumschläger da draußen, die sagen, es wäre anders. Ich sagte die Wahrheit, ist mit Arbeit verbunden, mit Durchhaltevermögen, mit viel Lernen. Und ja, so ist es. Ne? Wir sind ja hier im Leben nicht bei wünsch dir was, wir sind ja auch ein bisschen bei so ist es. Und dementsprechend machst du es bitte genauso. Also, unter diesem Video klicken, dann kriegst du dieses PDF auf den Link. Gib dem Video sehr gerne einen Daumen hoch, wenn dir das irgendeine Inspiration, Ideen, Gedanken gebracht hat. Das würde mich sehr freuen. Abonnier den Channel, wenn du weitere Videos willst zu den Themen Online-Marketing, Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg, Glück, Freude, Liebe und so weiter. Wir sehen uns im nächsten Video hier auf diesem Channel wieder. Bis dann. Mach's gut. Ciao.